Hallo zusammen, ich habe hier eine Minibar, einen Hotelzimmerkühlschrank und das Thema ist, wie befestige ich oder wie baue ich dieses Schleppscharnier davor, dass wir das Gerät in einen Schrank platzieren können. Also sichert erstmal unser Preisschild weg. Dieses Schleppscharnier besteht aus zwei Teilen. Wir haben ein kleines Teil, das kommt so hin. Und wir haben ein zweites Teil, das kommt dann, sage ich nachher, an die Tür. Hier gibt es zwei Möglichkeiten zum Befestigen. Ich habe hier solches Montageklebeband. Ich nehme das Montageklebeband und klebe das hier fest. Zieh das ab und montiere das hier mit der Türe. Der Schrank hat 46 Höhe, die Hälfte wäre 23. Also das heißt, ich klebe das Teil hier bündig hin, ohne anzuschrauben. So habe ich das montiert. Empfehlenswert ist nachher mit drei Parker-Schrauben das Teil anzuschrauben, wenn es dann definitiv sitzt. Wir gehen jetzt mit dem Schrank in unseren Kasten und dann zeige ich euch das weiter. Ja, wir haben jetzt diesen Schrank hier, oder diesen lautlosen Absorberkühlschrank hier in diesen Schrank gestellt und der geht so auf. Hier ist die Schranktüre, ich hoffe man sieht es. Und wie montiere ich das? Ich mache den Schrank auf, ideale Größe, ich nehme das Gegenstück und wieder ein Stück Montageklebeband. Aber hier brauche ich jetzt nur den vorderen Teil. Und das Scharnier, das kommt hier so drauf. Und so kann ich das hier anschrauben. Das kommt also hier. Und hier sehen wir, das Teil muss so hier vorstehen. Von der Höhe so, dass es hier knapp einhängt. Wieder das Klebeband lösen. Hier muss die Distanz relativ lange sein. Ich drücke das hier an und jetzt kann ich testen, ob der Kühlschrank zugeht oder nicht. Wir schauen uns das aus der Nähe an. Das Teil ist so eingehängt und es schließt so den Kühlschrank ab. Und es macht nicht mehr auf, weil es zu viel Kraft braucht. Also das Teil hier muss ich hier anschließen. Ich kann den Kühlschrank kippen und hier unten einhängen. Mit solchen kleinen Parker-Schrauben hier kann ich jetzt das Scharnier hier anschrauben. Die einen sagen, ich brauche zwei Schrauben, die anderen bleiben bei einer, weil ich sehe es hier im Detail, das muss so sein. Ich kann den Schrank wieder kippen nach vorn und hier hinten einhängen. So kann ich den Kühlschrank auf- und zumachen. Wichtig ist hier, dass der Kühlschrank ganz vorne an der Türe steht.
und nach hinten schieben. Und so kann ich den Kühlschrank mit dem Schleppscharnier auf- und zumachen. Als Option könnte ich den Kühlschrank noch hier von diesem Kasten her montieren. Das heißt, wieder zumachen, aufmachen, zumachen. Hier liegt es eher daran, wenn ich den wieder kipp, dass dieses Scharniere von diesem Schrank nicht mehr die neuesten sind. Hier wieder kippen und unten einhängen und so kann ich den Schrank auf- und zumachen. Lautloser Absorberkühlschrank mit einem Schleppscharnier montiert. Ich wünsche euch einen schönen Tag.